So, moin. Das ist jetzt meine zweite BDO-Aufnahme hier im YouTube während des Streams. Ich wollte euch heute hier zeigen, wie es funktioniert, von 60 auf 61 zu questen. Normalerweise hätte ich jetzt das Buch noch dabei. Es gibt so ein Buch, das vorher als Queste ist. Was man als Queste erquesten kann, so. Das ist eine reine Laufqueste und die heißt, Moment, Vorschläge. Gute Frage. Kann ich die mit dem gar nicht machen? Doch, da. Der Foliant des Abenteurers. Und am Ende gibt es. Doch, den Schengar-Kristall der Weisheit und den verbindet man dann mit seinem Abenteuerfolianten und dann kriegt man 30% extra XP. So, wir sind jetzt gerade, ich beginne hier im Außenposten Nordwest Kalfion. Das bringt so ungefähr, ich tippe jetzt auf 60, auf 15 bis 20%. Und wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Wir sagen jetzt mal Hallo, wir holen mal die Questen hier ab. Das sind sehr viele Laufquesten. Also zumindest hier muss man nicht kämpfen. Es gibt zwar Kampfquesten, die einen nach Stars End bringen, aber die muss man gar nicht machen. Und daher suchen wir jetzt einfach mal die ganzen Questen hier ab, die sich hier so verstecken. Und immer darauf achten, dass man XP dafür bekommt. Das hier, Kampf-XP. Das ist das Wichtige. Weil alle anderen braucht man nicht machen. So, gibt auch wieder XP. Falls ihr diese Questen nicht seht, kannst du auch mal machen, übrigens. Du machst mal O. Moment, ich bin doch nicht mal bei dir in der Nähe. Also, ich Macht finde dich halt nix. auch nicht. Macht auch nix. Geh mal auf O. Da siehst du deine Ja. Questen. Und ganz Ja. unten drückst du mal auf alle. Da siehst du, es gibt halt unterschiedliche Questen. Und Ja, kenne ich. dann kann man halt auf alle drücken. Dann sieht man von jedem die Queste. Teilweise, wenn du die nicht angestellt hast, selbst wenn du davor stehst, der gibt dir die Queste nicht, wenn du nicht alle angeklickt hast. Sollte man halt auch immer bedenken. So, damit du mich findest, reite einfach den Weg weiter. Einfach diesen Ja, ich Weg, wo du weiß, ich bist, weiß, weiter reiten. Und ja, hier geht's halt weiter. Das sind nicht die einzigen Questen, keine Sorge. Wir schauen einfach nochmal kurz hier rein. Weil da unten gibt es auch noch welche. Wir können einfach mal schauen und auf meinen Kollegen warten. Der Vorratshafen ist der Außenposten, da müssen wir noch mal hin. Da gibt es die anderen Questen. Dann gibt es hier noch Sternenfall oder Star's End auf Englisch. Und da sind aber die Mobs gerade, ich glaube, für die Season-Charaktere einfach ein bisschen zu heftig. Also, wenn ihr da die Mobs seht, rennt schreiend weg und vielleicht überlebt ihr. So, hier können wir einfach mal runtergehen. Und hier haben wir auch noch ein paar Questen. Wie ich vorhin schon sagte, immer nur die XP-Questen annehmen. Und weil hier sind jetzt nämlich zum Beispiel, was ist hier los? Also ich habe jetzt noch nichts angenommen, ne? Nimm ruhig an. Ich weiß halt nicht wo. Du bist jetzt in der. Nein, du bist doch gar nicht in der. Doch, bist du in der Stadt? Warum sehe ich dich gerade nicht? Sehe dich nicht. Nee. Und da. Nein, du bist ganz falsch. Guck mal hier auf die Map. Da musst du nichts annehmen. Du warst doch schon hier. Wie bist du da hinten hingekommen, wenn du nach Westen laufen sollst? Den Pfeil nachgeritten. Welchem Fall?
Auf der Minimap. Kann nicht sein. Das ist so. Das erstaunt mich jetzt, weil. Ich sag ja, irgendwas stimmt da nicht bei mir mit dem. Ja. Müssen wir mal, da, diesem Problem müssen wir auch mal auf dem Grund gehen. Was man mal machen kann, ist die Optionen alles zurücksetzen. Setz mal alles zurück. Ja, warte, jetzt. Dann haben wir gleich das nächste. Dann haben wir nämlich die nächste. Das nächste muss ich mir wieder alles wieder einstellen. Deswegen lass uns jetzt erstmal so machen, wie es ist, denn Okay. sonst dauert das noch länger. Hier muss ich selber immer nachgucken, weil dem müssen wir jetzt gleich sagen, wie viele Pfeile wir brauchen. Und der seine Bitte wascht mein. So. Bestätigen. Es tut Zählt die aber nicht leid, aber Pfeile. ich finde dich nicht. So, guck. Du läufst einfach immer nach Westen. Ja, genau. Du Glaube läufst ich. jetzt nach Norden an dem Berg vorbei. Hier ist jetzt eine Straße, die geht jetzt nochmal komplett wieder rum. Ja, du gehst einfach. Du bist jetzt wahrscheinlich an der Burg, ne? Nee, noch nicht. Reite einfach nach Norden. Immer nach. Bis du zur Straße kommst. Ich sehe dich hier auf der Map. Du reitest aber jetzt nach Osten übrigens. Ja, das ist halt der einzige Weg, weil dazwischen ist ein Berg. Okay. Ja, auf jeden Fall kann ich hier noch ein bisschen auch weiter erklären und in der Zeit eigentlich auch die Zahl suchen. Zählt die Pfeile. Es gibt so eine die Queste, zählt die Pfeile. Und ihr die Pfeile, die zählt die Pfeile, da haben wir es auch schon. Pfeile. Es war so eine total unsinnige Zahl, wo ich nicht weiß, wie die je drauf gekommen sind. Ich glaube, die haben alles einfach durchgeklickt. Du musst 922 in sagen. Nimmst sie allgemein, schreibst sie 922 und Questziel erreicht. Sehr geil. Also ich wüsste nicht, wie ich da selber drauf gekommen wäre. Hätte ich nicht mal nachgeforscht. Und so haben wir die erste Queste. Oh, jetzt habe ich gerade nicht geguckt, wie viel das gebracht hat, aber jetzt sind wir schon bei 27%. Wir schauen einfach weiter. Ich glaube, ich war bei 5. Gehe ich mal von 25 aus. Ich mag Dinge, die schwer zu kriegen sind. Ist ein XP. Getrockneter Fisch. Ich glaube, das bringt nicht so wirklich viel. Das ist Ich weiß allerdings nicht, wo die Quests angenommen werden jetzt. So, du bist immer noch nicht. Du läufst einfach. Wenn du in diesem Außenposten Nordwest Kalfjörn bist, sagst du Bescheid. Du folgst einfach dieser Straße, wo du jetzt gerade bist. Ja, übrigens sehe ich da auch auf der Map nicht, die ist bei mir noch ausgegraut, deswegen. So, das sind auch wieder Trade Skills, die bringen keine XP, sage ich aus eigener Erfahrung. So, hier haben wir dann keine. Das sind, aber damit ich euch das beweisen kann, nehme ich die trotzdem einmal an. So, Medizin, Pinien und 5 Pinien und Birkensäfte. Wie gut, dass ich hier Märkte und Butler habe. Piniensaft und Birkensaft. Nein, Piniensaft und doch 5. Und Eschensaft. Oh, ich habe keinen Tannennadelsaft. Ein Lager voll Säfte, aber ich habe keinen Piniensaft. Oh mein Gott. Dann. Piniensaft, 5 Stück. Sonst hätte ich die aus irgendeinem. So, der Vorteil der Märkte ist halt einfach, dass du genau in solchen Momenten einfach darauf zugreifen kannst. Und daher möchte ich sie gar nicht missen. Da. 5 Piniensäfte. Wir haben XP 27,268.
Nee, tut mir leid, das ist mir zu dumm. Ich muss einmal hier diese Sachen einstellen, das geht mir auf die Nerven. Was musst du einstellen? Ja, dass ich dich sehe, weil das Achso. macht so keinen Sinn. Ich laufe hier in der Gegend rum wie so ein wie Falschgeld. Ja. Ich mag Dinge, die schwer zu kriegen sind. Also das hat, die hat zum Beispiel keine XP gebracht. Also nicht auf der Stufe. Und was möchten die? Die haben, möchte die jetzt, warum er den getrockneten Fisch nicht mag? So, das war wieder eine weitere Queste. Muss ich dafür bezahlen? Nein. Der nächste Vorteil, falls ihr es noch nicht gemacht habt, immer euch mit allen Leuten unterhalten. Allein das bringt euch dann immer Beitragspunkte bzw. Ja doch, Energie. So, dann haben wir hier noch zwei. Warum wollt ihr den Fisch nicht? Seid ihr denn doof? So, Questziel erreicht. Wieder können wir gucken, 27,268. So. Und der besagt die Kräuter. Wie heißen die Quests? Wo fangen die an? So, am Anfang, wo du reinreitest, da fangen die an. Und das, wie ich schon Keine sagte, Ahnung. die bringen halt nichts. Warte, ich komme wieder hoch. Deswegen lasst diese Quest. Oder du sagst mir einfach, wo ich die bei O finde, dann kann ich die markieren und da hingehen und die annehmen. Gar nicht. Ah, okay. Das sind ja, so, ich komme wieder, wie gesagt, ich komme jetzt einmal hoch. Hier unten gab es kaum was für uns. Deswegen gehe ich noch einmal hoch. Irgendwie. So, ich sehe dich auf der Map und ja, bleib auf jeden Fall mal in dem Dorf da. So. Du fängst hier an mit den beiden Questen. Hier, wo ich bin. Ich bin hinter dir. Ach. Einfach nochmal zurückreiten. So, jetzt So, bin ich mal hier gespannt, ob liegt. ich die Hörerkarte sehe. Nein, ich sehe Auch nicht auf nicht. der Karte. Ich weiß, ich. Hast alles zurückgesetzt, ne? Jein. Drück mal hier wirklich mal Option alles zurücksetzen. Mancher hilft Aber. das. Dann musst du halt das nochmal anklicken, aber. Ja, aber da ist wirklich alles zurückgesetzt, ne? Ja. Alles. Nee. Dann verzichte ich lieber. So. Welche war das jetzt hier? Hier alle. Alles, was hier so an Questen sind, die einfach mal anklicken. So, dem Soldaten, ist das der hier? Nein. Der sind auch nicht. Ist der? Nein. Ist der? Nein. Einen der Soldaten sollen wir ansprechen. Der hört Tja. der von der Mauer aus her. Kann ich noch mehr Quests annehmen? Dann musst du ein paar abbrechen. Am besten die, wo du Tri-Sachen brauchst. So. Oder Low Level, die halt schwarz sind in deinem Questbuch. 28,268. Also ich habe schon 1% gemacht. Jetzt gucken wir hier weiter. Und jetzt sind wir bei 29,268. Sprech mit den Soldaten am Außenposten. Läuft. Also Stallwart, ich kann mir einmal Sachen reparieren. Aber man kriegt diese Queste halt auch ohne Kampf hin. Oder später muss man dann und wann nochmal kämpfen, aber jetzt erstmal. Noch nicht. So. Dann
wir da quatschen. Ein Beweis sammeln. Achso, das sind dann die Questen, die man in diesem Level noch nicht hinkriegt. Nämlich, da muss man dafür nach Star's End. Und dafür braucht man so mindestens 260 AK. Die kann ich eigentlich auch wieder abbrechen. Aber ich weiß tatsächlich nicht, was ich abbrechen soll. Aber ich habe hier echt... Weiß nicht, ob... Alles, was nicht zur Hauptqueste gehört, kannst du abbrechen. Im Prinzip. So, dann sind wir bei 30,28. Also haben wir schon hier 5% gemacht, indem wir einfach ein bisschen durch die Gegend gerannt sind. Wenn wir uns erinnern, wie wir gestern in Miro, da brauchten wir für ein Prozent doch 5 Minuten oder 3 Minuten. Und hier gehen wir ein bisschen durch die Gegend. Und schon ein Tipp am Rande. Drückt R, wenn ihr Gespräche führt, dann müsst ihr nicht draufklicken immer. Sondern einfach durchklicken mit R, wenn ihr das machen wollt. Und dann sind wir jetzt bei 33,28. Also wir haben jetzt schon 8% hier gemacht. Und ich weiß, dass es noch Questgeber gibt. Nehme ich hier im Hof Brelin. Dann schaue ich nochmal kurz nach, aber ich glaube, das war da. Bei mir fehlt nämlich eine komplette Questreihe. Und die will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, deswegen reite ich noch einmal zurück. Das müsste dann der Hof Brelin sein. Aber hier gab es schon mal 8 Stück. Wir merken uns 8. Wir haben hier noch Kerze Beckos zurück. Tentakeln können wir auch wieder auflösen, weil das ist einfach zu heftig. Hier können wir nochmal verfolgen. Und ja, bin ich. Ich bin ein Suchti. So, ein Tabu. Geh zum verlassenen Haus und sprich mit dem Soldaten. Kehr zu Beckus zurück. Wo ist Beckus? Aber einmal kurz noch zu dem Dorf. Könnte sein, dass du da auch nochmal mit musst, oder mit solltest. Was sage ich dir sofort? Klingt schon spannend. Vielleicht gucke ich mir das ja auch irgendwann nochmal an. So. Genau, hier gibt es meines Wissens nach auch noch ein paar Questen. Die müssen wir nur finden gerade. Nämlich, warum? Da. Also derzeit sind wir bei 9%. Heißt die Quest, du nimmst alles an, was da ist, und läufst sie ab. Außer die mit Tentakeln oder irgendwelche Priester töten. Die brauchst du nicht annehmen, weil die kriegen wir nicht hin. Von hier aus, mit diesen Charakteren. So, hier unten ist noch einer. Eine Kiste. Wo müssen wir die hinbringen? Glaube ich, zu den Kindern, ne? Du bist vorhin durch ein Dorf geritten. Da musst du nochmal hin. Äh.
Ja, weiß ich nicht wo, aber Einfach ja. wieder da zurück, wo der Stallmeister ist, die Straße weiter zurück, in Richtung zu mir. Ja, das war nicht sehr. Bringt dem Dorfbewohner Mal die Kiste, weil hier sind die anderen Questen. Weil da habe ich mich ein bisschen vertan, muss ich ja ehrlich zugestehen. Die Kiste übergeben. So. Und die Dinger sind ganz gut für später, denn die reine Magiemasse brauchen wir irgendwann mal. So, ich muss mal einmal hier gucken. So, immer diese Mail zwischendurch. Hier sind nämlich noch Questgeber. Im Hof Bär. Heißt er, ne? Bär. Ne, Brillin. Hof Brellen. Brellen, Brillin, Brellen. Keine Ahnung. So, dann sind wir bei 34. Misstrauische Mutter. Ich kann auch die Quest weiterverleben, ne? Ja, klar. Bis du alle erfüllt hast. Du kannst auf die Prozente gucken. Also bisher habe ich dann 9% gemacht. Für den Sternfall. Achtung, starke Gegner. Ja, da solltest du wieder weg. Außer einmal die Dings abholen. Da gibt es eine. Oh nein, ey. Cool. Das ist irgendwie, wie heißt die? Ach, keine Ahnung. Da gibt es so eine Quest, die da markiert ist mit dem hier Schwarzsteinfragment. Da reitest du hin, ne? Da gibt es einen Tunnel runter, wenn ich mich recht erinnere. Um dahin zu kommen. Ich bin schon lange da. Ach so. Trauben. Das ist wieder eine Handwerksqueste, die nichts bringt. Aber jetzt, wo ich schon mal da bin, können wir sie auch mal. Vier Trauben. Nein. Ja. Das, was ich halt jetzt immer mache, ist YouTube-Videos aufnehmen. Oder Videos aufnehmen, die ich dann bei YouTube hochlade. Mal schauen. Aber bisher ohne Erfolg. Weil Liegen ich lassen, die muss sie nicht da richtig, bearbeite richtig. und so. Weil ich, das ist so das nächste Projekt, das ich so anstrebe. Videos bearbeiten. Aber ich finde das eigentlich, mir macht es so am meisten Spaß, während des Streams zu quatschen und nicht drauf zu achten, was ich jetzt rausschneiden könnte oder was jetzt doppelt gemoppelt ist oder so. So. Und wie viel Prozent hat das gebracht? Keine Ahnung. Ich muss noch abgeben und alles. So, bringt die Kiste zu den Kindern. Da oben ist, glaube ich, die Kiste. Boah, dieses Spiel ist so laggy, ne? Mit einem Pferd irgendwo rumreiten, das ist manchmal. Warum schmeißt mein Pferd nicht ab? Weil du einen Skill benutzt hast, der den das Pferd noch nicht beherrscht. Aber ich benutze. Okay.
Beispiel Schnellspurt muss erst teilweise von den Pferden gelernt werden. Aber ich muss doch mit meinem Pferd irgendwo hochspringen können. Nö. Dann das ist das Talent Hochsprung. Vielleicht hat es sein Pferd. Und weil es halt. Normalerweise springt das aber. Okay. Ohne Mogel. Irgendwie riecht mich das hier raus. Ach, da gibt's eine, so manche Wände, wo ich nicht hochkomme. Hatten wir gestern schon bei den Bashims. 36,2, nein, so. Bringt die Kiste zu den Kindern. Welche Kiste war denn das? Aber ich glaube, die bringt halt auch. Da ist die Kiste. Und da ist noch eine Queste. Ja, jetzt sind wir bei 11%. Also ich bin jetzt bei 11%. Übrigens. Und man braucht immer ein bisschen. Ach, Energie. Warum bringt es nichts, die Hauptquest weiterzumachen? Weil die nicht so viel XP bringt. Weil die eigentlich gar keine XP bringt. Oh, dann brauche ich die ja gar nicht weitermachen. Jein. Da gibt's halt Ohrringe. Ja, das gibt halt andere Sachen. Und Wissen und so weiter. Also es lohnt sich schon, einmal die Hauptquest einmal komplett durchgemacht zu haben. 37. Ich zähle jetzt die ganze Zeit. So, aber Queste. Hier, da müssen wir hin. Irgendwo sind da die Küken. Genau. So, Kiste mit Küken, auf zu den Kindern. Nuggets? Ja. Und diese Transportquesten kennen wir aus jedem MMO, glaube ich. Hole von da oder töte so und so viel. So, hier. Die bringt zum Beispiel, hat zum Beispiel nichts gebracht, außer ein Teil von der Magiemasse. Damit kann man dann eine Blackstar-Waffe upgraden. Das, was der Gauner machen möchte. Die Dinger kann man dafür verwenden. Wenn man 15 Stück gefunden hat, oder 15 Stücke erquestet hat, so. Durchatmen. Ist so harmlos. Nein, mich stört sowas. Ich kann das nicht abhaben, dass die mir die angezeichnet haben. Das macht mich wahnsinnig. Die Questen auch nicht? Nein, du. Ach so. Zum Beispiel. Aber die Questen siehst du. Ja, die sind. Questziel erreicht. Also ich weiß natürlich jetzt nicht, wo die alle sind, ne? Du bist ja jetzt gerade. Ich bin jetzt noch beim Hof. Ja, genau. Du bist beim Hof. Also, wie gesagt, das ist genau das. Wenn ich jetzt wüsste, wo du bist, dann räuchte ich dir einfach nach und weiß ungefähr dann, weißt du, ja, was ich machen muss. Dann guck einfach mal nach rechts zu deinem Monitor und dann reitest du einfach die Straße weiter. Du reitest jetzt einfach die Straße weiter nach Norden. Ja, ich mach erstmal die Quest fertig. Und dann kommst du zu dem Hof. So. Da geht wieder das. Upsa, jetzt hab ich einen Lack. Oh. Jetzt kann ich nicht auf mein Pferd aufsteigen. So. Verbindung wird wieder hergestellt. Oh mein Gott. Wohin?